Hallo allerseits, freut mich jetzt bei diesem Screencast zu Bootstrap euch ein wichtiges Element von Bootstrap zu zeigen. Und zwar geht es um die Grundlagen rund um die Navigationsbars. Die Navigationsbars, die kommen als nächstes. Bevor wir mit dem beginnen, müssen wir zuerst aber sehen, wie die Grundelemente funktionieren. Wir haben ja schon viel ge gehört über die Buttons, wo man hinklicken kann und dann öffnet sich was und so weiter. Was wir eigentlich noch nicht so genau angeschaut haben, ist so, wie die ganze Navigationsbar funktionieren soll, also auf dieser Website zum Beispiel, wie das da oben aussieht. Wichtig ist eben bei solchen Elementen zu sehen, wie sie verhalten sie sich, wenn man beispielsweise die Größe, die Bildschirmgröße ändert. Also ihr könnt das machen, wenn ihr auf Inspect geht und könnt ihr da Toggle Device Bar sehen, eben wie verhält sich der Screen, wenn man beispielsweise einen kleinen Bildschirm hat von einem Smartphone. Und da seht ihr jetzt oben, wechselt der Screen von einem sehr breiten Menü mit ganz vielen Optionen zu immer weniger Items, weil man ja letztlich nicht hin und her scrollen kann, zu einem rechts in einem Hamburger-Menü oder Toggle, werden die ganzen Items dann zusammengefasst. Also das ist so die Mechanik zwischen den sehr breiten Screens, die wir am Desktop haben, und der sehr schmalen Screens auf den Smartphones. Schauen wir uns das mal an, wie das aussieht. Im Grundformat ist es relativ simpel. Ihr habt eine Unordered List der Klasse Nav, also Navigation, und dann die einzelnen List-Items sind dann Nav-Item in der Klasse Nav-Item und der Link hat dann Nav-Link. Das sieht jetzt ziemlich ja, mühsam aus, weil eigentlich das Ganze ja viel einfacher wäre. Kopieren wir es uns mal rein in das Bracket. So. Es ist so, eben momentan sieht es jetzt wirklich ein bisschen komisch aus, so viel HTML-Text für nur da die paar Links. Aber wir werden nachher sehen, wenn die mal in diesem Format sind, eben Nav, Nav-Item, Nav-Link. Dann habt ihr nachher die Möglichkeit, Menü Punkt 1, Menü Punkt 2. Dann habt ihr nachher die Möglichkeit, das den Screen zu ändern und dann wird das automatisch dann diese Items als Bootstrap, so Togglebar oder eben Hamburger Menü dargestellt, was eben sehr praktisch ist für die kleinen Screens. Schauen wir uns also zunächst noch ein paar Funktionen an, die diese Navbar mit sich bringen. Also wir haben jetzt hier eine ganz normale horizontale Navbar. Jetzt möchten wir sie beispielsweise zentriert haben. Da gibt es die Möglichkeit mit Justify Content Center die ganze Items in die Mitte zu bringen. Das will man manchmal. Oder je nachdem, wenn man sie beispielsweise untereinander haben will, muss man auch nichts ändern, außer die Klasse. Und zwar auf Flex Column. Und so sind dann sofort alle Menü-Item-Punkte untereinander. Also das ist sehr praktisch, wenn man dann eben von einem schmalen Schirm ist, Bildschirm ist, dass man das schnell wechseln kann. Die Navigation kann aber nicht nur gebraucht werden für die gesamte Seitennavigation, sondern man kann auch innerhalb einer Seite beispielsweise mit Tabs arbeiten. Tabs, ihr kennt das von den verschiedenen Browsers, die auch verschiedene Tabs haben können. So, das sind Tabs. Wir können das mit Bootstrap machen, indem wir einfach da Nav Tabs eingeben und schon gibt es da also eine kleine feine Linie. Und jetzt kann man mit dem Item, das eben beispielsweise ausgewählt ist, Menüpunkt 2 beispielsweise, machen wir den mal active. Und ihr seht da in der Darstellung, jetzt ist genau dieser Punkt ist ausgewählt, die anderen kann man noch auswählen, der ist dann so dargestellt. Und wenn wir den wieder enablen, Menüpunkt 4. Und dem machen wir noch einen 3. So, und jetzt kann man da hin und her switchen quasi in diesem CSS. Und so hat man die verschiedenen Tabs, die man dann auswählen kann später mit JavaScript. Neben den Tabs gibt es die Möglichkeit auch noch Pills zu machen. Also Pills eben eigentlich ähnlich wie die Buttons.
Die sehen dann so aus und dann kann man mit Active schauen, wie der sich da verhält. Oder man kann auch zwei, nein, kann man nicht, nur einen Active machen. Und den richtigen Ort hinfügen. So, genau. So sieht es dann schön aus. Und dann kann man natürlich auch mehrere Active machen, macht natürlich wenig Sinn, aber nur zum Zeigen, dass das auch geht. Manchmal will man, dass die Navigation verteilt ist über die ganze Breite. Für das braucht man das sogenannte Nav Justified. Und jetzt ist die ganze Breite, wird aber nicht besetzt. Und wenn man das Fenster breiter macht, dann verteilt sich das auch entsprechend auf die verschiedenen Elemente. Eine weitere Möglichkeit ist, einzelne Menü-Items als Dropdown dann einzustellen. Das hatten wir auch schon. Ihr könnt jetzt einfach einen auswählen, beispielsweise den hier, Menüpunkt 2, und dann einfach die Klasse Dropdown hinzufügen. Dann müsst ihr auf dem A, auf dem Link noch ein Dropdown Toggle. So, und es kommt da rechts dieser kleine Pfeil. Und wenn jetzt der Pfeil, wenn jetzt dieses Item gedrückt wird, dann müsste etwas aufklappen. Das muss man zuerst natürlich noch hinschreiben. Was soll es da aufklappen? Machen wir ein Div und sagen dem Drop Down Menü. Und mit dem Drop Down Menü braucht es jetzt einzelne Items. Die machen wir jetzt als Klasse, als Anchor, als Link von der Klasse Drop Down Item. Und jetzt hätten wir die Möglichkeit hier mit einzelnen Links, machen wir jetzt auch nicht, entsprechend das aufzufüllen. So, und jetzt schauen wir mal, was klappt. Wir haben natürlich noch gar keinen Text drin, also unter Menü 1 werden da. Und hier hätten wir unter Menü 2 und so weiter. Könnte man das auffüllen. Voilà. Jetzt wird das aufgeklappt dargestellt und ich kann es gar nicht mehr zuklappen. Das liegt daran, dass ich da oben noch vergessen habe, einen zusätzlichen Befehl Data Toggle hinzufügen mit Drop. So. Irgendwas stimmt denn noch nicht. Manchmal sind es ganz die kleinen Dinge. Hier habe ich einen Strich vergessen. So, jetzt geht das nämlich auch. Oder sollte zumindest. Voilà. Klappt das ein und aus. Und jetzt könnte ich da entsprechend den aktiven Teil auch wieder ändern. Und zum Beispiel rübergehen und das würde dann immer noch funktionieren. Diese Pills können jetzt auch ganz einfach wiederum geändert werden in Tabs. Voilà. Und so einfach können wir jetzt entsprechend diese Tabs auch wieder hervorrufen. Voilà. Ein sehr schöner Effekt sind die sogenannten Toggleable Dynamic Tabs, also das heißt Tabs, wo man etwas drücken kann und dann ändert sich unten der Inhalt. Auch das ist basiert auf diesen ganzen Nav-Elementen, die wir jetzt kennengelernt haben. Also wir kopieren das jetzt einfach mal rein. So. Und haben hier auch schon genau diesen Effekt, den wir da vorhin gesehen haben. Also wir können jetzt hier oben Unordered List, das ist die Navbar, mit Navbar Tabs, mit den Items, ganz normal, wie wir es vorhin gemacht haben, jeweils ein Link dazu, Home, Menü 1 und so weiter. Und jetzt wechselt da jeweils der Inhalt, indem hier auf Ref eine ID angegeben wird. Und genau diese ID da unten auf Home entspricht dem Home-Knopf, Menü 1 entspricht diesem Menü-Knopf und Menü 2 entspricht diesem Menü-Knopf. Also kann ich jetzt hier neuen Text hinschreiben und das ist ein anderer Text und
Jetzt reicht es dann aber. Voilà. Und jetzt kann ich hier mit diesen Menüs das auswählen und jedes Mal wechselt entsprechend der Inhalt von diesen Panes, nennen sie das. Also Tab Content, der Klasse Tab Pane, Container Active, und das ist quasi der Default Container und das wird dann eingeblendet, wenn man oben drauf drückt. Ihr seht also mit diesem Bootstrap Feature ist wirklich sehr viel möglich. Auch hier wiederum gibt es eine schöne Referenz, wo ihr weitere Funktionen nochmal nachschlagen könnt mit den Tabs, wie die funktionieren, auch via JavaScript, wie die gesteuert werden können, und habt da Möglichkeiten, das noch viel weiter auszubauen. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.